Moin zusammen, Dave hier. Heute geht es mal nicht direkt ums Thema Bierbrauen, sondern um eine Verkostung eines selbstgebrauten Bieres. Hier habe ich in der Flasche das Witbier, was ich vor 2 Monaten mit der Braumischung von Lukas Beckmann gebraut habe. Wer das Video verpasst hat über die Braumischung, sollte sich das angucken. Ich verlinke es nochmal gerne hier unter dem Video. Genau, und ja, das ist das fertige Bier. Ich habe das jetzt seit, wie gesagt, 2 Monaten abgefüllt, also am 20.05. Und bei dem Bier war es wirklich sehr interessant zu sehen, wie sich das so im Laufe der Zeit verändert hat. Genau, bevor es aber jetzt so wirklich direkt mit der Verkostung losgeht, würde ich gerne noch ein bisschen auf den Brauprozess eingehen. Da habe ich ja beim letzten Mal nicht so viel drüber erzählt. Also was ich dazu sagen muss, ist, dass es halt wirklich alles super geklappt hat. Die Mengen sind auch natürlich dann dementsprechend genau aufgegangen. Bei der Braumischung ist es halt so, dass die Inhaltsstoffe für 10, 20 oder 50 Liter sogar teilweise entsprechend berechnet werden. Und man so halt nicht Gefahr läuft, dass man dann am Ende des Brautages wieder 10 Gramm Hopfen oder sowas über hat. Aber auf die ganzen Vorteile und so weiter der Braumischung bin ich in dem anderen Video auch eingegangen. Genau, zum Rezept einmal ganz kurz. Das Ziel war diesmal 20 Liter. Ist natürlich mit einer obergärigen Hefe, mit der Classic Belgian Witbier von Godstava vergoren worden. 12 Grad Plato, ich glaube, ich hatte tatsächlich sogar nur 11 Grad. Ich meine, ich hätte noch ein bisschen länger kochen können, aber dann hatte ich auch irgendwie keine Lust mehr. Ich weiß es aber auch jetzt nicht mehr hundertprozentig. Ansonsten 14 IBU, 4%. Meins ist ein bisschen stärker geworden. Ich weiß nicht, bei mir ist die Hefe tatsächlich noch viel weiter runtergegangen. Also ich bin, glaube ich, auf 5,5% gekommen, aber ja, macht ja nichts, ne? Genau, CO2 6 Gramm pro Liter. Ich habe halt einfach den 0,75er Löffel von der Dosierhilfe genommen. Und Reifezeit 4 Wochen. Das ist jetzt sicherlich bei mir ja schon so 6 Wochen sogar am Reifen. Aber genau, ich würde jetzt einfach mal sagen, direkt mal ins Glas schütten. Und dann schauen wir uns das Ganze doch mal einfach an. So, ich habe ja auch mein schönes Spiegelauglas. Na. Wow, das ist relativ klar. So, machen wir erstmal nur halb voll. Ja, also ich versuche es mal so zu halten, damit ihr es auch besser sehen könnt. Ich halte es mal ein bisschen näher in die Kamera. Genau, also ich finde es erstaunlich klar. Also dafür, dass die Schüttung aus 50% Weizenflocken besteht, finde ich es doch tatsächlich sehr, sehr klar geworden. Ansonsten, man sieht halt auch schon, der Schaum ist auch schön beständig. Das liegt an der, ich denke mal natürlich an dem hohen Eiweißgehalt, der durch die Weizenflocken ins Bier gekommen ist. Hier ist aber auch noch eine kleine Eiweißrast vorgenommen worden, also bei 52 Grad für 30 Minuten. Also doch nicht so eine kleine kurze Rast. Dann 62 Grad für 45 Minuten, 71 für 15 Minuten und dann direkt danach halt auch abgemeischt. Ja. Also Schaum ist auf jeden Fall wirklich schon sehr ausgeprägt bei dem Bier. Finde ich schön, wirklich. Auch die Farbe gefällt mir sehr. Ist so eine goldgelbe Farbe. Und wie gesagt, erstaunlich klar. Also ich meine, man muss natürlich auch dazu sagen, ich habe es jetzt auch lange im Kühlschrank stehen gehabt bei 10 Grad, weil da jetzt gerade mein Maris Otter Lager drin gärt. Und natürlich sedimentiert da die Hefe auch dann nach einer gewissen Zeit. Und ich habe es auch nicht komplett eingeschüttet. Das kommt dann später für ein Foto natürlich noch. Genau, ich würde sagen, ich rieche einfach mal da dran. Also ich rieche halt vor allen Dingen so tatsächlich so die Koriandersamen. So was Kräuteriges irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich die Kamille sogar ein bisschen herausrieche. Genau, voll vergessen zu erwähnen. Also natürlich wurde auch noch Koriandersamen, Bitterorangenschalen und Kamillenblüten wurden 5 Minuten vor Kochende hinzugegeben. Also im warmen Bereich dann diesmal. Ja, und ich finde auch tatsächlich so ein leicht hefiges Aroma durch die Witbierhefe. Ja, also ich probiere jetzt einfach mal. Prost! Also schön karbonisiert auf jeden Fall. Wie gesagt, mit dem größeren Löffel für die 0,5er Flasche, also dann für die 0,75er
Flasche sozusagen den Löffel genommen. Merkt man auf jeden Fall. Es könnte ein Ticken kühler sein. Ich habe es jetzt, wie gesagt, bei 10 Grad im Kühlschrank stehen gehabt, wegen der Gärung, die gerade im Kühlschrank stattfindet. Ist halt auf jeden Fall auch relativ trocken, dadurch, dass es eben, dass die Hefe doch etwas höher vergärt hat als geplant. So einen ganz leichten, hoppla, so einen ganz leichten Malzkörper schmeckt man dann doch noch. Aber der wird auch tatsächlich durch die höhere Karbonisierung halt auch wieder etwas in den Hintergrund gedrückt, genau. Nee, aber wirklich mega süffig. Auch wirklich kaum bitter. Man schmeckt halt, finde ich, am Ende auch noch mal so ein bisschen so die Orange so ganz leicht raus. Ist auch gar nicht so bitter, aber halt so ein würziger, kräuteriger Abgang, finde ich, am Ende. Also wenn man es so über die Zunge rollen lässt. Ja, gefällt mir wirklich richtig gut. Ich ärgere mich auch ein bisschen, dass ich nur so wenig jetzt davon über habe. Einen zweiten Teil habe ich nämlich noch mit Himbeeren dann wieder gestopft, weil ich das einfach mal interessant fand, so zu sehen, wie sich die Himbeeren da halt einfügen in das Gesamtbild. Hier war es allerdings so, hier habe ich nur 50 Gramm pro Liter genommen, nicht wie bei meinem Weizen, 167 Gramm pro Liter. Und das merkt man dann halt auch, finde ich. Also ich sag mal, die Säure war natürlich viel dezenter. Die Farbe ging eigentlich schon in eine ähnliche Richtung, wobei auch etwas heller an der Stelle. Ja, und auch vom Geschmack nicht so, ja, würde ich sagen, ja, nicht so krass himbeerig, sondern halt etwas leichter, um das Grundbier kommt da halt an der Stelle auch noch besser durch. Das Einzige, wenn ich was zu meckern hätte, wäre, dass ich halt noch, finde ich, ein bisschen mehr so diese Aromen von Kamilleblüte und Bitterorangenschale noch ein bisschen gern auch im Geschmack mehr hätte. Vielleicht könnte man das dadurch verstärken, dass man am Ende nochmal nach der Gärung einfach nochmal diese Zutaten in den Kaltbereich eben gibt, also in den Gäreimer eben. Und dann nochmal für 2-3 Tage oder so drauf liegen lässt. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie sich das dann so mit Bakterien oder so verhält bei der Geschichte. Bei Hopfen ist es ja kein Problem, der wirkt ja sogar antibakteriell. Aber bei Bitterorangenschalen weiß ich nicht. Müsste ich mich noch ein bisschen noch mit beschäftigen, aber naja. Also auf jeden Fall kann ich echt nur jedem empfehlen, das mal hier auszuprobieren. Ich halte es auch noch mal kurz in die Kamera. Das Belgisch Wit von Braumischung, wirklich ein super, super leckeres Bier. Auch die Freunde von mir, die das verkostet haben, waren da halt auch sehr begeistert von. Und genau, auf jeden Fall ein schönes Bier. Kann ich nur empfehlen, das auch mal selber zu brauen. Und das war es dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen und ihr konntet irgendwie eine Inspiration vielleicht daraus mitnehmen für euren nächsten Sud. Wie gesagt, bei dem Bier auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen länger reifen lassen. Dann wird es auch etwas runder. Ja, und ich hoffe, ihr drückt auf Abonnieren. Ihr wisst ja, wo der Knopf ist, und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.